Hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich ganz herzlich und schicke dir sonnige Grüße hier von Blue Water Island. Ah, das ist so herrlich hier. Ich zeige dir mal, wo ich hier stehe. Da ist das Riesenrad. Und da drüben sieht man auch Burj Al Arab. Ich weiß nicht, ob man es jetzt da sieht. Man's. Burj Al Arab. Genau. Ich dachte, ich komme mal hier live. Zeit war ich hier nicht mehr live. Ich hoffe, man kann nicht gut hören. Ich schaue, dass ich laut spreche. Es geht gerade der Wind. Und was wollte ich mit dir teilen? Wir waren heute hier in Dubai nochmal unterwegs mit unserem wunderbaren Fahrer. Ich liebe das ja, so VIP-mäßig unterwegs zu sein auf der Welt. War etwas, was früher immer so ganze Weile auf meiner Zirkulage stand und in meinem Journaling jeden Morgen reingekommen ist. Frei und selbstbestimmt auf der Welt unterwegs zu sein, mich an den schönsten Orten mit der ganzen Family aufhalten zu können und vor allem auch die Wahl zu haben, will ich es ganz einfach von der Übernachtung her oder will ich im schönsten Apartment oder schönsten 5-Sterne-Hotel vor Ort sein, wie auch immer. Das eine schließt das andere nie aus. Und warum ich jetzt so den Impuls habe, live zu gehen, ich habe mich wieder beruhigt, weil wir haben eben noch ein Werbevideo gedreht. Unsere Tochter, die Madeleine, als Kamerafrau. Und ja, ich sollte da so ein paar Dinge vor der Kamera von mir geben. Und wir hatten so einen Lachflash. Also erst hat Madeleine gelacht, dann habe ich gelacht, dann ging irgendwie gar nichts mehr. Kannst gerne mal bei den Stories schauen. Da haben wir zwei Outtakes gepostet. Was ich damit sagen will, und das, da gibt es auch Zahlen, Daten, Fakten zu, wie viel Kinder noch lachen. Und wie sehr mit zunehmendem Alter, ich sag's jetzt mal so, uns das Lachen vergeht. Und jetzt mal Frage an dich, wann hast du zum letzten Mal ein Lachflash gehabt? Wann hast du zum letzten Mal mit deiner Familie so viel Freude und Spaß gehabt? Und dass ihr euch im wahrsten Sinne des Wortes den Bauch halten musstet vor Lachen. Das ist bei uns gefühlt ständig der Fall. Egal, ob wir jetzt hier auf Dubai, auf Zypern oder sonst irgendwo sind. Und was will ich damit transportieren? Ich möchte dich einfach dazu ermutigen, sobald du wirklich mal neue Entscheidungen triffst, neue Wahlen triffst, dich committest für dein freies Leben, das ja auch durchaus für dich möglich ist. Also, dir mal klar drüber wirst, wie schaut denn dein ideales neues Leben aus? Wo möchtest du dich auf der Welt aufhalten? Da, wo du jetzt lebst und von dort aus vielleicht die Welt entdecken? Weil ich dachte immer, die Welt ist viel zu schade und es gibt so viele schöne Orte, um wieder zu gehen und viele schöne Orte nicht gesehen zu haben. Das war immer so mein Wunsch, frei auf der Welt unterwegs zu sein und vor allem selbstbestimmt zu sein, wirklich die finanziellen Mittel zur Verfügung zu haben, die es natürlich auch dazu braucht und auch selbst bestimmen zu können, wann ich wo bin. Das war natürlich in den Zeiten, wo ich noch im öffentlichen Dienst gehockt habe, am Schreibtisch und mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Die ersten Jahre sehr stolz auf die Stelle war, aber dann mit zunehmendem Alter, sage ich jetzt mal, mich gefragt habe, irgendwie muss noch mehr in meinem Leben möglich sein, als das, was ich gerade lebe. Und ja, bis ich mir dann mal erlaubt habe, auch neue Entscheidungen zu treffen, mir Mentoren an meine Seite zu holen, die mir den Weg gezeigt haben, wie ein Navigationssystem, wirklich mal die Tür zu meiner Seelenessenz zu öffnen, mal die Klarheit zu bekommen, was entspricht dem wahren Grund meines Daseins hier. Weil das sind so die Fragen, die ich schon von frühester Jugend gefühlt mich gefragt habe. Warum bin ich eigentlich hier? Was soll das Ganze hier überhaupt auf der Erde? Und das ist meine Aufgabe hier. Und das sind wahrscheinlich so Dinge, so Fragen, die du dir auch stellst. Und da können wir gemeinsam eine Antwort drauf finden. Mit anderen Worten, ich möchte dich dazu inspirieren, mal Kontakt zu mir aufzunehmen, damit ich dir da auch gerne mal mehr Infos kann zukommen lassen, wie genau du den wahren Grund deines Daseins hier auf der Erde entdeckst, wie genau du daraus deinen Seelenberuf kreierst, also auch dem Ruf deiner Seele folgst, dir das Leben gestaltest, wie es dir, deinem Herzen, deiner Seele entspricht. Vielleicht ist es auch Dubai, vielleicht ist es Zypern, vielleicht ist es sonst irgendwas. Was auch immer, also dass du als vielseitig talentierte und interessierte Frau
wirklich, ich spreche jetzt in erster Linie die Frauen mal an, weil das ist mehr so meine Zielgruppe. Natürlich sind auch Männer herzlich willkommen. Ich habe auch schon in den letzten Jahren einige Männer begleiten dürfen, die Klarheit zu bekommen zu ihrer Seelenessenz. Also, wie auch du dir dein Leben so gestaltest und rauskommst aus dem Hamsterrad, rauskommst aus der Gelebtwerden-Falle und auch die nötige finanzielle Situation als Basis dir dazu schaffst. Und ich schließe da auch immer alle Ebenen ein. Also eins schließt das andere nie aus. Es geht da wirklich um die berufliche, die private, die gesundheitliche und die finanzielle Situation. Das ist alles auf ein Level zu bringen, wie du es wirklich möchtest, wie es deiner Essenz entspricht. Und deshalb schick mir gerne eine persönliche Nachricht, damit wir da ja, über Details mal sprechen können, wie so eine Begleitung ausschaut. Schreib mir auch gerne dazu, was gerade so deine größte Herausforderung ist, damit ich dir da schon gleich ein paar Impulse schenken darf zu deinen Möglichkeiten. In diesem Sinne, ganz, ganz liebe sonnige Grüße und ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und ja, ich dich vielleicht dann auch die nächste Zeit in der Irmgard Anna Bronder Akademie, die ich vor Jahren gegründet habe, eigens dazu. Und hier ist jetzt noch ein neues Business entstanden, Provita, wie wir dich da auch, vielleicht nicht nur ich, sondern auch unser Team, dich begleiten können, damit auch du aufhörst zu träumen und deine kühnsten Träume zur Lebenswirklichkeit werden lässt und vielmehr deine Träume noch viel größer werden als das, was du bis eben dir vielleicht erlaubst zu träumen. Weil ich weiß da, wovon ich spreche. Es gab auch Zeiten bei mir, wo ich mir schon gar nicht mehr erlaubt habe, groß zu träumen und dachte, naja, ist halt so im Leben. Aber es geht, ich bin ein bestes Beispiel dafür. Also, in diesem Sinne, ich freue mich auf dich und melde dich. Dann sprechen wir über Details. Ciao, ciao.